Na toll, Jafar wurde aus der Lampe befreit. Warum überrascht mich das nur gar nicht? Ich weiß auch nicht. Ich hab's irgendwie kommen sehen. Ich meine, hey, gut, ich bin zugegeben, ich kenne ja das Spiel, aber selbst wenn ich es nicht kennen würde, war das eigentlich das Offensichtlichste, was passieren kann, aus dem Grund, warum wir überhaupt wieder hier sind. Und ja, es hat sich jetzt ein neuer Weg geöffnet. Es geht zwar hier drüben immer noch zur Wunderhöhle, aber da habe ich letztens nachgeguckt, da ist auch nichts mehr. Außer ein paar Herzlosen natürlich. Aber wir müssen jetzt zu irgendwelchen Ruinen, die scheinbar durch einen Sandsturm aufgedeckt wurden. Dort soll sich angeblich Jafar aufhalten, hat er zumindest Jago gesagt. Nein, wirklich! Jafar ist in diesen Ruinen, ich schwöre es! Ich lüge nicht, trotzdem vielleicht wäre es das Beste, wenn er nicht hineingeht. Ja, aber dann kommen wir ja hier nie weiter. Es geht also nicht anders. Also, Donald, Aladdin, let's go! Now what do we do? Nice timing, Carpet. So, fliegender Teppich. Mit L2 Kommandos auswählen, gedrückt halten, mit dem rechten Stick Kommandos auswählen, linker Stick nach vorne, nach hinten, links und rechts fliegen. Mit R2 die Kamera bewegen, gedrückt halten, mit dem rechten Stick die Kamera zu bewegen, rechter Stick nach oben, unten fliegen. Tipps, benutze X, um Gegner aus der Entfernung anzugreifen. Wieder mal ein, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Minispiel, aber es ist halt, es ist eine Aufgabe, die wir erstmal bewältigen müssen. Mit dem fliegenden Teppich, also legen wir los. This is it.
Oh mein Gott, so, zerstörte Kammer. Ich bin endlich drin, in diesem verfluchten Turm. So, Ruinen im Sand, einen Moment. Hier wahrscheinlich eine Karte oder sowas. Ja, zack. Oh nee, endlich, Leute. Ich hatte ja recht damit. Ich habe mich noch richtig erinnert. Endlich die letzte verlorene Seite. Dann ist vielleicht hier die Karte drin. Genau, Karte von den Ruinen. Speicherpunkt, Soto und Goofy sind wieder da. Jago ist hier, Aladdin ist da, alles super. Wir sind bei den Ruinen angekommen. Fliegende Teppiche sind ja wohl doch wirklich etwas Praktisches. Na klar doch. Donnerwetter, hier sieht's aber aus. Was ist Jafar wohl an einem Ort wie diesem macht? Hoffentlich nichts Schlimmes. Sagt mal, wollen wir nicht wieder zurück? Das geht natürlich nicht, aber besser wäre es. Jetzt macht er mal nicht in die Federn, Jago. Ist ja alles cool. So, diese Geröllsteine blockieren einen alten Eingang. Sieht hier nicht gerade angenehm aus. Hier drin ist so gerne bin ich ja nicht hier.
Jafar muss sich direkt vor uns befinden. Macht euch auf alles gefasst, Leute. Ja, komm. Bin vollständig geheilt, habe jetzt sogar noch ein Level-Up machen können, glücklicherweise. Level 45, so Karten, schon alles gefunden. Puzzleteile auch. Apropos Puzzleteile. Muss ich ja noch gucken. Morgengrauen. Mhm. Oh. Wechsen. Oder wie ich ihn während meines Let's Plays auch ganz gerne mal genannt habe, Wichser. Weil das ist er. Der Kampf gegen ihn war einfach nur mega scheiße irgendwie. Der erste Kampf mit ihm. Das war... Moment mal, das ist nicht ganz richtig. Das sieht irgendwie... Zumindest das hier unten. Moment, so? So ist richtig. Das war voll vertauscht. Jetzt passt es. Okay, boah, da fehlen immer noch so viele Teile. Und bei Abenddämmerung ja sowieso. Ja, das ist hier noch der Unterkörper von Sykes. Der... Keine Ahnung, wo der jetzt groß hin soll. Eigentlich hier hin. Ja, passt. Da fehlt noch so viel. Da fehlt noch richtig viel. Das wird das letzte Motiv sein, was ich vervollständigen kann. So, na dann suchen wir Jafar, den neuen Spacken. The game's up, Jafar! You sure this is it? Wah, wah! Understand? It wasn't my idea. It was Jafar. He made me bring you here. You don't know him like I do. He can be very convincing. He said if I didn't cooperate, he was gonna... Where is he? Come on, Al. You gotta forgive me. Where's Jafar? Well, let's see. Right about now, he's probably attacking the palace. I had no choice. His eyes, they got all creepy and weird. Whatever. Iago, you're supposed to be our friend, but you've been playing both sides just to make sure you save yourself. I knew you were still a bad guy. I'm sorry! Get some rest, Carpet. You earned it. Come on, let's get Jafar! And who asked you? The palace is through there. Hurry! Puh, wir haben es noch knapp geschafft, aus den Ruinen zu entkommen. Richtig übel.
Also, jetzt müssen wir ganz schnell zum Palast. Das war echt eine Falle von Jafar und Iago hat... Naja, mitgemacht würde ich nicht sagen. Er hat ihn halt dazu gezwungen. Also, so wirklich böse kann man ihm nicht sein. Aber in der Situation ist es natürlich verständlich. Erinnert ihr euch, wie ihr Jafar letztes Mal abgehalten habt, den Palast zu übernehmen? Diesmal versucht er nicht nur den Palast zu übernehmen, sondern auch noch sich an euch zu rächen. Ja, das kommt noch dazu. So, jetzt sind hier natürlich, glaube ich... Ah, gar keine Herzlosen im Moment. Eigenartig. Sehr eigenartig. So, Geschichte. Ja, von Jafar spielt hier die Spur. Er hat uns, hat Iago dazu gezwungen, zu lügen und uns auf den Verlass wegzulocken. Jetzt sind wir auf einem Laien gegangen. Ja, typisch, ne? Die Guten fallen immer auf sowas rein. Schon mal aufgefallen? So, Aladdin, du hast hier überhaupt nichts dabei. Deswegen gebe ich dir, ja, zur Sicherheit mal 2 High Potions und 3 Ether. Vielleicht werde ich es ja brauchen im Kampf gegen Jafar, vielleicht. Dasselbe gilt für, gut, Donald hat eh, der hat Ether, Goofy ist jetzt im Moment eh nicht hier. So, soll reichen, wird schon passen. Das müsste ich in dem Part auf jeden Fall ausgehen, Jafar zu besiegen. Der Kampf ist an sich eigentlich gar nicht mal so schwer, wie man glaubt. Den zähle ich jetzt zu den etwas einfacheren Bosskämpfen. Ich werde mich dann natürlich hauptsächlich wieder auf das Situationskommando verlassen. Und da ist gerade mein Schlüsselschwert eh ziemlich super. Oh. Was machst du denn hier? Ihr wisst jetzt wohl über alles Bescheid, was? Man kann üble Machenschaften eben nicht ewig geheim halten. Wie recht ihr habt. Ich hatte mich gerade in den Palast geschlichen, um ein paar Schätze auszuleihen, als ich plötzlich diese Stimme hörte. Sie sagte, lass mich frei und du bekommst von mir eine noch viel größere Belohnung. Ich fragte, wer bist du? Die Stimme antwortete, der wahre Sultan von Agrabah. Böse Menschen haben mich hier eingesperrt. Warum? Warum habe ich nur diese Geschichte geglaubt? Vielleicht hatte Jafar mich verzaubert. Ja, das muss es gewesen sein. Und ich bin sicher, die versprochene Belohnung hatte nichts damit zu tun, richtig? Ein bisschen vielleicht, aber Jafar hat mir letztlich nichts gegeben. Wo habt ihr dann all die Kostbarkeiten her? Von dem Mann in der schwarzen Kutte natürlich. Die Organisation 13? Ich wusste es! Diese Schätze waren ein Geschenk, damit ich auch ja niemandem von Jafars Rückkehr erzähle. Er sagte, er würde Jafar vernichten, indem er ihn in einen Herzlosen verwandelt. Es bestand also kein Grund, Agrabah in Panik zu versetzen. Und das habt ihr ihm abgekauft? Ich bin ein Trödler. Und ein guter noch dazu. Ich kaufe alles, solange nur der Preis stimmt. Es wäre ein erfolgreicher Handel geworden, wenn ich nur damit durchgekommen wäre. Tolle Einstellung! Aha, so war das also. Kein weiterer Kommentar. Wait, Jafar. You'll get exactly what's coming to you. Indeed I will, Princess. All of Agrabah will belong to me, while you... you, my queen, shall weep at my side for all eternity. Oh, please. Right about now, your precious Aladdin is whispering your name with his last breath. Bah! What was that you were saying, Jafar? You dare defy me, you useless bird! Ow! Iago! You'll all be joining him very soon. Ha 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 ha!
This is it! You'll never escape! I be defeated again by a pack of filthy street rats! Don't mess with street rats. Manu with Jafar, and you didn't invite me, Al? Sorry, Genie. Things happen kind of fast. And I had some new moves to show off, too. But, Genie, we still need your help. Who's gonna fix Agrabah? Oh, yeah! Well, Super Duper spruced up Agrabah coming right up. You won't even recognize the place when I'm through with it. Just like it was, please. Really? Same old, same old? All right. Oh, yeah! Hey, voila! Next time, let me put in a few swimming pools, okay? Erhalten Wunderklinge. Besitzt hohe Magiekraft und erhöht die Menge an Talern, HP und MP-Kugeln, die besiegte Gegner hinterlassen. I guess Agrabah's all right now. Yeah, thanks, guys. Hey, you behave yourself. Got it? I most definitely got it. No more looking out for number one. I'm reformed. I want to be a good friend like Genie, but I can't do anything to help you. What kind of a friend is that? Oh, no. It's not like that, Iago. Friends don't have to do stuff. As long as you have fun hanging out together, that's all that matters. So, what do you guys do for fun? We do this! That's not quite what I meant. Well, anyway. Ow, my feet! Gorsh, Iago! I hope you didn't hurt yourself. Well, at least I can still fly. Look out! Whoa! Oh, oh, oh! Ow! Was that my cue? Am I on? Come on, Al! Let me build a freeway or something! Everything's fine. Don't panic. Genie? But I can't hold it any longer! Woo! Hey! Oh, that's good! Sora, Donald, Goofy, you guys are too much. If you're ever in the mood for some more cosmic razzle-dazzle, give me a shout, okay? You got it! Well, you've done it again, Sora. Don't forget about us, okay? I won't. And Sora, about that friend of yours, the one you're looking for, you'll find him. Trust me. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Tja Leute, das war's mit Agrabah und im nächsten Part, sorry, aber Halloween Town muss noch ein bisschen warten. Ich will jetzt wenigstens, da ich die letzte verlorene Seite gefunden habe, endlich
auch Winnie Poohs Geschichte abschließen. Und das machen wir im nächsten Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!